Fernsehdokumentation mit aufsehenserregenden Thesen über die Ermordung Kennedys. Schon damals, lange bevor Oliver Stones Verschwörungsfilm JFK Kasse machte, waren die beiden Autoren, Fernsehredakteur und Filmemacher Nigel Turner und US-Schriftsteller Steve Rively zu dem Schluss gekommen, dass der bisher als Täter geltende Lee Harvey Oswald an der Erschießung Kennedys nicht beteiligt war. Vielmehr sei Präsident Kennedy im Auftrag der amerikanischen Mafia von gedungenen Berufskillern erschossen worden. Wir wiederholen heute dieses spannende Stück investigierenden Journalismus. Am Freitag, den 10. Juli um 22.30 Uhr zeigen wir einen weiteren Bericht, in dem Nigel Turner neue Erkenntnisse und bisher noch nicht veröffentlichtes Film- und Tonmaterial zu den unglaublichen Desinformationspraktiken im Mordfall Kennedy präsentiert. 22. November 1963. John F. Kennedy wird ermordet. 25 Jahre danach gibt es neue Erkenntnisse über Tathergang, Täter und Hintermänner. Bisher unveröffentlichte Fotos und Augenzeugen dokumentieren, es gab einen zweiten Mordschützen, der diesen Schuss von vorne abfeuerte. Präsident Kennedy wurde das Opfer einer Verschwörung. Die Mörder soll die Mafia bestellt haben. Der 35. Präsident der USA war tödlich getroffen. Dieser Film versucht nachzuweisen, Zeugenaussagen und Beweismaterial wurden von Ermittlungsbehörden ignoriert und unterschlagen, angeblich sogar gefälscht. That would be the closest thing. Der Augenzeuge Gordon Arnold stand, wie er sagt, neben dem zweiten Mordschützen. Seine Aussage erhärtet den Verdacht, Lee Harvey Oswald war nicht der Mörder von John F. Kennedy. Die wahren Präsidentenmörder nennt diese Dokumentation beim Namen. Then I could be the only one. And soccer man. Der Heldenfriedhof von Arlington bei Washington. Jedes Jahr pilgern 3,5 Millionen Amerikaner zu John F. Kennedys Grab, um ihr Idol zu verehren. Anfang der 60er Jahre war er ihr Hoffnungsträger für ein besseres Amerika. Seinen Landsleuten hatte er unter anderem versprochen, das organisierte Verbrechen in den USA auszumerzen. Und deshalb hatte er auch viele Feinde. Die Hintergründe des Mordfalles Kennedy sind noch immer ein großes Rätsel der neueren Geschichte. Auch 25 Jahre nach dem Attentat fragen sich die Amerikaner, was geschah wirklich in Dallas? Aus diesem Lagerhaus in Dallas, Texas, fielen angeblich 3 Schüsse um 12.30 Uhr Ortszeit. Rückblick auf John F. Kennedys letzten Tag, Stunden vor dem Attentat. Nein! 22. November 1963, Freitagvormittag. In Fort Worth, der Nachbarstadt von Dallas, hält Kennedy eine Rede vor der Handelskammer. In seiner Begleitung reisen Vizepräsident Lyndon B. Johnson und John Connally, der damalige Gouverneur von Texas. Kennedy kam nach Texas, um für sich und die Demokratische Partei zu werben. Er wollte sich vor allem finanzielle Unterstützung sichern. Er bereitete seinen Wahlkampf für das Jahr 1964 vor, erzählt Gouverneur Connally. Ein texanischer Cowboyhut als Souvenir. John F. Kennedy verspricht, das Geschenk am folgenden Montag im Weißen Haus zu tragen. Seinen zweiten Termin hatte der US-Präsident in Dallas zum Mittagessen. Der Flug von Fort Worth in die Nachbarstadt dauerte nur 6 Minuten an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One.
overcast, the drizzling rain of Fort Worth to the bright sunshine when we landed at Love Field in Dallas. It promised to be a... Als der Präsident bei Sonnenschein in Dallas landete, hofften wir auf einen wunderbaren Tag, erinnert sich Gouverneur Connally. Der Präsident fuhr zusammen mit Mrs. Kennedy, meiner Frau und mir im offenen Wagen durch die Stadt. Die Bevölkerung begrüßte uns herzlich. Links und rechts der Straße winkten Tausende von Schulkindern. Es war wirklich ein herzlicher Empfang. Zwei Wagen hinter uns fuhren Vizepräsident Johnson und seine Frau sowie Senator Yarborough. Wir näherten uns dem Stadtzentrum, erzählt Senator Yarborough. Und als wir durch die Innenstadt rollten, wurde die Menschenmenge immer größer. Es waren die begeistertsten Zuschauer, die wir auf dieser Reise durch Texas erlebt hatten. Aber sah man nach oben zu den Fenstern, war kein Lächeln zu erkennen. Die Gesichter drückten eher Abneigung aus. Ich machte mir ein bisschen Sorgen. Endlich erreichten wir Dealey Plaza und ich fühlte mich etwas erleichtert. Hinter den Straßenschluchten sah ich flaches Gelände. Ich hatte daran gedacht, was geschehen könnte, wenn jemand aus dem Fenster einen Blumentopf auf Mrs. Kennedy oder den Präsidenten würfe. Meine Frau sagte zu Kennedy, sie könne nicht behaupten, dass man sie in Dallas nicht liebe. So erinnert sich Gouverneur Connally an die letzten Sekunden vor dem Attentat. Wir fuhren in die Elm Street und da fielen die Schüsse. Ich dachte, ich höre einen Gewehrschuss und drehte mich über meine rechte Schulter nach hinten um. Daher kam das Geräusch. Ich konnte nichts sehen, wollte mich links über die Schulter nach hinten drehen, als ich einen Schlag in meinem Rücken spürte, als hätte jemand mit geballter Faust zugeschlagen. Der Schlag war so kräftig, dass ich nach vorne kippte und sofort sah ich Blut. Ich dachte mir, oh Gott, die bringen uns alle um. Ich hörte einen zweiten Schuss, einen sehr lauten Schuss. Und auf dem Rücksitz des Wagens sah ich Blut und Gehirnmasse. Ich wusste, dass der Präsident tödlich getroffen worden war, denn Mrs. Kennedy sagte, mein Gott, ich habe sein Hirn auf meinen Händen. Miss Kennedy then, I heard her say, my God, I've got his brains in my hand. Die Leibwächter vom Secret Service im Wagen vor uns drehten sich herum und begriffen allmählich, was geschehen war, ergänzt Senator Yarborough. Wir fuhren durch die Unterführung und auf der anderen Seite sah ich den Wagen des Präsidenten. Ich erkannte Mr. Hill vom Secret Service, der Mrs. Kennedy zu beschützen hatte. Er hing auf dem Heck des Fahrzeugs und hielt sich fest. Sein Gesicht war uns zugewandt, völlig verstört. Wie verzweifelt schlug er mit der flachen Hand auf das Auto. Etwas Schreckliches musste geschehen sein. Und in dem Augenblick wusste ich, dass man Kennedy erschossen hatte. Minuten später waren wir im Parkland Hospital. Die Leibwächter sprangen zu Johnson, ja, zogen ihn aus dem Auto und umringten ihn. Einer sagte, Herr Präsident, und ich wusste, Kennedy war tot. Ich ging zu dem Auto, in dem Mrs. Kennedy noch immer auf dem Rücksitz kauerte, ihren Kopf über den ihres Mannes gebeugt. Das Blut lief über ihre Kleider und Beine, und sie sagte zweimal, sie haben einen Mann umgebracht. Das war der schlimmste Anblick meines Lebens. Der Senator rang mit den Tränen, die Ärzte bemühten sich um Kennedys Leben. Doch jede medizinische Hilfe kam zu spät. Das Gesicht konnte man noch erkennen, obwohl es stark geschwollen war. Aber Kennedy hatte eine riesige Kopfwunde. Sein Kopf war fast völlig zerstört, erinnert sich Dr. McClelland.
Der Präsident war tot, sagt Dr. Peters. Und Dr. Clark, der Chef der Neurochirurgie, kam dazu, sah den Patienten und schüttelte nur noch den Kopf. Nein, keine Chance. Minuten später wird der Tod des 35. US-Präsidenten vor der Presse bekannt gegeben. John F. Kennedy starb an einem Kopfschuss. Dr. Berkeley told me it's a simple matter, Tom, of a bullet right through the head. Der Sanitäter Aubrey Reich hatte an diesem Tag Dienst. Er wurde vom Beamten des Secret Service in die Notaufnahme geschickt. Wir sollten den Präsidenten für die Überführung vorbereiten. Sein Kopf war in Tücher eingewickelt. Ich konnte nicht sehen, wo er verletzt war. Es war eine bedrückende Stimmung. Jeder versuchte, seine Tränen zurückzuhalten. Dr. Earl Rose, ein erfahrener Pathologe und Gerichtsmediziner, kam in die Notaufnahme und sagte: Der Mord ist in Dallas geschehen, also werde ich die Autopsie an Präsident Kennedy vornehmen. In der Zwischenzeit wurde ein Sarg herbeigeschafft und der Präsident hineingelegt. Die Leute vom Secret Service bedeuteten Dr. Rose unmissverständlich, ginge er ihnen nicht aus dem Weg, würden sie ihn mit dem Sarg umrennen. Es handle sich um den Präsidenten der Vereinigten Staaten und sie nehmen ihn nach Washington mit. Es war eine angespannte Stimmung. Alles ging drunter und drüber. Ringsherum hörte ich nur Gefluche. Es tat mir leid für Mrs. Kennedy. Sie stand mit dem Priester direkt hinter uns. Es war kaum zu glauben, wie kindisch sich Erwachsene aufführen konnten. Jeder versuchte, das Kommando zu übernehmen. Vizepräsident Johnson eilte zum Flughafen voraus. Jackie Kennedy folgte mit dem Sarg. An Bord der Air Force One wurde Lyndon B. Johnson als neuer US-Präsident vereidigt. Eine Stunde nach dem Attentat startete die Maschine in Richtung Washington. Chaos und Hektik in Dallas. Woher waren die tödlichen Schüsse abgefeuert worden? Über 50 namentlich bekannte Augenzeugen wollen einen Schützen auf dem kleinen Grashügel vor dem Tatort gesehen haben. Aber die Polizei konzentrierte sich auf das Lagerhaus schräg hinter dem Tatort. In nur 90 Sekunden hatten die Beamten das Gebäude erstürmt. Im sechsten Stock fanden sie drei leere Patronenhülsen auf dem Boden, nahe einem halb geöffneten Fenster. Von dort aus hatte man die Wagenkolonne gut überblicken können. Auf dem gleichen Stockwerk fand Sheriff Eugene Boone ein Gewehr. In der äußersten Ecke im Nordwestteil des Gebäudes lag das Gewehr zwischen zwei Reihen aufgestapelter Bücher, erklärt der Sheriff. Aber die angebliche Tatwaffe, die er fand, war ein billiger Karabiner aus dem Zweiten Weltkrieg, eine Mannlicher Carcano italienischer Herkunft. Die Waffe war abgenutzt, rostig und mit einem verkanteten Zielfernrohr bestückt. Von Anfang an gab es technische Zweifel, ob ein Einzeltäter mit dieser Waffe mehrere Schüsse hintereinander hätte abgeben können. Obwohl das FBI das Gewehr drei Tage gründlich untersuchte, wurden Fingerabdrücke nicht sofort gesichert. Hello. 45 Minuten nach der Ermordung Kennedys wird der Polizeibeamte Tippett erschossen, unweit der Innenstadt. Kurz darauf kommt ein Anruf vom Texas Theater. Ein Verdächtiger soll sich in diesem Kino versteckt haben. Die Polizei überwältigt einen Mann, der mit einer Pistole bewaffnet ist. Er heißt Lee Harvey Oswald. Ich habe niemanden erschossen, beteuert Oswald nach seiner Verhaftung. Zum Zeitpunkt des Attentats habe er sich in der Kantine im zweiten Stock des Lagerhauses aufgehalten. Das behauptete er gegenüber Detective Gus Rose, der ihn als erster verhörte. Ich hatte den starken Eindruck, Oswald versuchte, Zeit zu gewinnen. Ich spürte, dass er irgendwann reden würde, mit einer Aussage rüberkäme. Er wartete auf irgendetwas, aber ich weiß nicht was.
John F. Kennedy war erst wenige Stunden tot. Polizei und Presse aber schienen den Mörder schon zu kennen, ehe die kriminaltechnische Untersuchung begonnen hatte. Ich glaube, Oswald hat den Präsidenten getötet, sagt der Polizeichef vor Reportern. Schon im Augenblick seiner Verhaftung war Oswald für schuldig erklärt und der Weltöffentlichkeit als alleiniger Täter präsentiert worden. Doch Lee Harvey Oswald beteuerte seine Unschuld. Ich weiß nicht, was los ist. Ich soll einen Polizisten ermordet haben. Mehr weiß ich auch nicht. Und ich verlange einen Rechtsbeistand. Ob er den Präsidenten ermordet habe? Oswald verneint. Deshalb sei er nicht angeklagt. Er hätte es nur von Reportern gehört. Doch, sie sind des Mordes an Kennedy angeklagt, sagt ein Pressevertreter. Und Oswald ist von dieser Nachricht sichtlich überrascht und betroffen. Er wird weitere 36 Stunden verhört. Lee Harvey Oswald soll in das Landesgefängnis verlegt werden. Das ist so üblich. Ist ein Mann erkennungsdienstlich erfasst, schicken wir ihn weiter. Vorsichtsmaßnahmen werden getroffen, sagt Polizeichef Curry und scherzt. Ich glaube nicht, dass uns irgendjemand den Gefangenen wegnehmen will. Sonntagmorgen. Oswald wird von zwei Kripo-Beamten durch das Polizeigebäude eskortiert. Detective Graves erinnert sich. Wir kamen aus dem Fahrstuhl, gingen ein paar Schritte und warteten auf das Signal, dass draußen der Wagen bereitstünde und alles okay sei. Der Wagen wurde rangiert, stand noch nicht da, wo er stehen sollte, berichtet der zweite Kripo-Mann Jim Lavelle. Er hatte Oswald auf der rechten Seite untergehakt. Links standen Polizisten, Reporter und Fotografen. Ich erkannte Ruby in der ersten Reihe. In seiner Hand hielt er eine Pistole. I saw Ruby in this crowd to my left. He was standing on the front with a pistol in his hand down at his side. I caught him out of the corner of my eye. Ich sah ihn aus dem Augenwinkel, löste mich von Oswald, um nach der Waffe zu greifen. Aber ehe ich zufassen konnte, hatte er bereits einen Schuss abgefeuert. Ich erwischte Ruby am Handgelenk, hielt die Waffe fest und versuchte ihn niederzuringen. There is Leon. He's been shot. Shot rang up. Mass confusion. Hätte ich nicht die Waffe umklammert, Ruby hätte in seiner Erregung nochmal abgedrückt. Er hatte den Finger fest am Abzug und versuchte zu schießen. Ich glaube, Oswald starb kurz vor Erreichen des Krankenhauses. Plötzlich löste sich die Spannung in seinem Körper und er sagte nur, ah. Danach hat er sich nicht mehr bewegt oder irgendetwas gesagt. Stunden nach Kennedys Tod starb sein angeblicher Mörder. Das Geheimnis um den vermeintlichen Attentäter Lee Harvey Oswald ist bis heute ungeklärt. Die Ermittlungsbehörden stützten sich von Anfang an auf die Theorie vom Einzeltäter Oswald. Bereits zwei Wochen nach den tödlichen Schüssen von Dallas hatte das FBI den Untersuchungsbericht fertig. Oswald wurde für schuldig befunden. Der Secret Service unterstützte die Behauptung mit Rekonstruktionen am Tatort. Im März 1964 steht Oswalds Mörder vor Gericht. Jack Ruby wird zum Tode verurteilt. Präsident Johnson hatte eine Untersuchungskommission eingesetzt, die sogenannte Warren Commission. Sie hüllte sich in amtliches Schweigen. Ob die Schüsse wirklich aus dem Lagerhaus gekommen seien? Neugierige Reporter fragen, wich der damalige CIA-Chef Alan Dulles aus. Lassen wir das, die Frage würde neue Fragen aufwerfen. Später wird alles im Bericht stehen. Earl Warren, der oberste Richter der USA, und Gerald Ford, der spätere US-Präsident. Die Kommissionsmitglieder besuchten Jack Ruby im Gefängnis, der gegen das Urteil Berufung eingelegt hatte. Verängstigt sagte Ruby, er könne in Dallas nicht frei sprechen und aussagen. Achtmal bat er, man möge ihn nach Washington verlegen. Die Kommission ignorierte seine Forderung.
have never come to the surface. The world will never know. Die Welt wird nie meine wahren Tatsmotive erfahren, wird nie erfahren, was wirklich geschah, sagte Ruby während seines Prozesses. Die Hintermänner hatten ein so übergeordnetes Motiv und brachten mich in eine Lage, in der ich der Welt niemals die wahren Zusammenhänge erzählen kann. We'll never let the true facts come above board to the world. Sind diese Leute in ganz hoher Position? Jack Ruby antwortet mit ja. Der Kommissionsbericht, der Warren Report, kam zu dem Schluss, Einzeltäter Lee Harvey Oswald habe John F. Kennedy ermordet. Jack Ruby saß noch weitere 2,5 Jahre in Dallas im Gefängnis, ehe er plötzlich an Krebs erkrankte und starb. Damit war wiederum das ewige Schweigen eines wichtigen Zeugen garantiert. Dallas, 25 Jahre nach dem Präsidentenmord. Viele Zeugen brachen es jetzt ihr Schweigen aus Angst vor den Ermittlungsbehörden. Unmittelbar nach der Tat hatte das FBI viele Aussagen von Augenzeugen ignoriert und verworfen oder Film- und Fotomaterial spurlos verschwinden lassen. Die Sekretärin Marilyn Sitzman begleitete am Tage des Attentats ihren Chef zur Kennedy-Parade. Abraham Zapruder war ein begeisterter Amateurfilmer. Seine Filmaufnahmen wurden das präziseste und grausamste Dokument von der Ermordung Kennedys. Wir fanden den besten Platz hier auf dem kleinen Grashügel und mein Chef wollte auf die Brüstung steigen. Er hatte Angst, dass ihm schwindelig würde, also hielt ich ihn fest, erinnert sich Marilyn Sitzman. He started filming about, just before they came around the corner. Er begann zu filmen kurz bevor die Wagenkolonne um die Ecke bog. Alle winkten und plötzlich höre ich etwas. Für mich klang es wie zwei Silvesterkracher. Dann wurde es verwirrend. Im Wagen Kennedys war etwas geschehen. Einzelheiten konnte ich nicht erkennen, bis das Fahrzeug genau hier an uns vorbeifuhr. In dem Augenblick trifft der dritte Schuss Mr. Kennedy genau in den Kopf. Der Amateurfilm wurde vom FBI ausgewertet und umgehend vom Time Life Magazin aufgekauft. Mysteriös genug, die Bilder wurden nie veröffentlicht, der Film blieb lange unter Verschluss. Doch der Fotoanalytiker Robert Groden hatte Zugang zu dem Filmstreifen und wertete ihn heimlich aus. Seine Erkenntnisse werfen die Theorie vom Einzeltäter über den Haufen. Offiziell hieß es, der Präsident sei von hinten erschossen worden. Würde das zutreffen, wäre sein Körper nach vorne geflogen, als ihn das Geschoss traf. Wir sehen genau das Gegenteil. Im Augenblick des Treffers wird er nach links und nach hinten geworfen. Das lässt auf einen Schuss von vorne schließen. Als ich das erkannt hatte, bekam ich Angst. Ich sprach mit niemandem darüber. That I'd be in a great deal of danger, so I didn't tell anybody. I quietly worked on the film for years. Die folgenden Jahre konnte ich Details und Widersprüche herausarbeiten. Der erste Schuss fiel früher, als die Kommission behauptet. Und in jenem Augenblick hätte Oswald von dem Fenster aus gar nicht treffen können. Die schreckliche Wunde nach dem Kopfschuss, diese Momentaufnahme gibt mehr Aufschluss als all die Bilder, die die Öffentlichkeit bisher sehen durfte. Mit diesem Wissen zu leben, wurde für mich zum Albtraum. Die Warren-Kommission ignorierte den Filmbeweis für einen Schuss von vorne. Und auch Zeugenaussagen wurden offensichtlich manipuliert. Die Aussage der Familie Willis beschränkte sich später im Protokoll auf die Feststellung, dass die Schüsse hinter dem Präsidentenwagen gefallen seien. Dazu Familie Willis. The implication was persuading, yes, ma'am, because beim Verhör versuchte man uns zu beeinflussen. Die Beamten wollten nichts anderes bestätigt wissen, als dass ich 3 Schüsse gehört hätte, die wahrscheinlich vom Lager ausgekommen seien. Ich habe das nie bezweifelt. Aber mehr wollte man von mir nicht wissen. Und später stand im Protokoll, ich hätte 3 laute Schüsse aus dem Lager ausgehört. The headshot seemed to come from the right front. Der Kopfschuss schien von rechts vorne zu kommen. Er traf ihn hier. Sein Kopf flog zurück und hinten flog Gehirn raus. Wie ein roter Feuerschein, ein roter Kreis und etwas Breiiges darin. Es flog so weg, erinnert sich Mrs. Willis. Sie hatte das auch den Ermittlungsbeamten vom FBI erzählt. Es war schrecklich. Man hatte gesehen, wie es passiert war, aber man konnte es nicht fassen.
Auch Tochter Linda Willis erinnert sich an die tragische Szene. Sie war damals noch ein Kind. Die Aussagen der Augenzeugen beschränken sich im offiziellen Untersuchungsbericht darauf, was FBI und CIA bestätigt haben wollten. Kennedy sei von hinten erschossen worden. Doch dem widersprechen auch die Ärzte in Dallas, die Präsident Kennedy Minuten nach dem Attentat untersucht hatten. Er hatte eine etwa 7 Zentimeter große Öffnung im rechten Hinterkopf. Ein Großteil des Gehirns fehlte und die Hirnrinde lag neben der offenen Wunde. Blut lief aus. Ein Fünftel oder Viertel des rechten Hinterkopfes war rausgeflogen und mit ihm wahrscheinlich das meiste der Gehirnmasse. Rückblick. Präsident Kennedys Leichnam reiste an Bord der Air Force One direkt von Dallas nach Washington. In Gegenwart von Jackie Kennedy wurde der verzierte, bronzefarbene Sarg ausgeladen. Er sollte offensichtlich sofort ins Militärkrankenhaus überführt werden. Dort bereitete das Ärzteteam von Oberst Fink die Autopsie des Jahrhunderts vor. Mit dabei war der damalige Medizintechniker Paul O'Connor. Seine Aussage enthüllt neue Verdachtsmomente. Die Tür zum Leichenraum flog auf und 6, 7 Männer trugen einen Sarg rein, stellten ihn neben den Autopsietisch auf den Boden. Soweit ich mich entsinne, war das ein einfacher, billiger Sarg, wie er für Überführungen benutzt wird. Also es war kein verzierter und kein teurer Sarg, sondern eine ganz einfache Holzkiste. Das war nicht der Sarg, in den Sanitäter Al Rick den Präsidenten in Dallas gebettet hatte. Es war ein teurer, bronzefarbener Sarg. Einer der teuersten, die wir auf Lager hatten. Im Sarg lagen weiße Seidenlaken, in die wir Kennedy eingewickelt und dann in diesen Sarg gelegt hatten. Der Sarg wurde geöffnet. Drinnen lag ein blau-grauer Leichensack aus Gummi mit einem Reißverschluss von Kopf bis Fuß. In solchen Leichensäcken werden sonst die sterblichen Überreste von Katastrophenopfern transportiert. Wir öffneten den Reißverschluss. In dem Sack lag der Körper des Präsidenten. Wir legten ihn auf den Tisch. Er war nackt. Um Gesicht und Kopf war ein blutiges weißes Tuch gewickelt. Zwischen dem Parkland Hospital in Dallas und dem Autopsieraum in Washington muss die Leiche Kennedys auf mysteriöse Art den Sarg gewechselt haben. Auch die Beschreibung der Kopfwunde im Autopsiebericht scheint manipuliert. Der erstbehandelnde Arzt in Dallas, Robert McLelland, erklärt noch einmal ausführlich die Schussverletzung an Kennedys Kopf. Es war eine gezackte Wunde über die Hälfte des rechten Hinterkopfes. Mein spontaner Eindruck war, dass es sich um eine Austrittsöffnung nach einer Schussverletzung handelte. Doch das ist das offizielle Foto von der Autopsie. Es zeigt Kennedys Hinterkopf unverletzt. Die Veröffentlichung dieses Fotos hatte die Warren-Kommission bisher verhindern können. Das Autopsiefoto zeigt eine große Wunde, aber an der rechten Schläfe, also auf der Seite des Kopfes. Es ist mir unbegreiflich, dass sich jeder Zeuge geirrt haben soll, der den Kopf des Präsidenten sah, der speziell diese Verletzung sah. Alle Zeugen erkannten eine große, explosionsartig aufgerissene Wunde am Hinterkopf. Das Autopsiefoto dagegen zeigt eine kleine Einschusswunde am Hinterkopf. Mir ist klar, dass diese Fotos gefälscht wurden, erklärt Fotospezialist Groden. When I first saw the pictures of the president's body, so-called wounds. Als ich diese Autopsiebilder das erste Mal sah, war ich sprachlos, ergänzt Paul O'Connor, der an der Obduktion teilgenommen hatte. Die Fotos zeigen eine winzig kleine Einschussverletzung am Hinterkopf. Aber ich hatte gesehen, dass hinten der halbe Kopf rausgeflogen war.
Ich weiß nicht, wo diese Bilder herkommen, aber jedes einzelne ist eine Fälschung. Every one of them. In 1964, 1964 weigerte sich die Warren-Kommission, diese Fotos überhaupt anzusehen, denn dann hätte man sie auch veröffentlichen müssen, sagt Robert Groden. 13 Jahre später, 1977, lagen diese Fotos dem Kongressausschuss vor, der sich noch einmal mit dem Kennedy-Mord beschäftigte. Und der Ausschuss weigerte sich ebenfalls, diese Bilder den Ärzten in Dallas vorzulegen, also den wichtigsten Zeugen in dieser Frage. Schlussfolgerung? Die Ärzte hätten beim Anblick der Fotos gesagt, dass Kennedys Kopf damals ganz anders aussah. Damit wäre nicht nur eine Mordverschwörung gegen den Präsidenten bewiesen gewesen, sondern auch eine zweite Verschwörung, das Mordkomplott bis heute zu decken. Denn nur die Regierung war im Besitz der Fotos. Wenn jemand diese Fotos gefälscht hat, dann muss es jemand in der Regierung gewesen sein, der zu den Unterlagen Zugang hatte. Manipuliert wurde offensichtlich nicht nur an Zeugenaussagen, am Sarg und an Autopsiebildern, sondern auch am Leichnam Kennedys selbst. Schätzungsweise 20-25% der Hirnmasse fehlten, sagt Dr. McLelland aus Dallas. My job in working with autopsies. Paul O'Connors Aufgabe bei der Autopsie in Washington wäre es gewesen, das Hirn aus dem Kopf der Leiche freizulegen. Was mich schockierte, ich nehme das Tuch ab, sehe hin und mein Gott, da war kein Hirn mehr. Wir alle waren erstaunt und entsetzt. Es war überhaupt kein Gehirn mehr aus dem Kopf zu entfernen. Das würde bedeuten, die nach dem Kopfschuss verbliebene Hirnmasse wurde vor der Autopsie heimlich entfernt. Damit war es unmöglich geworden, Schusskanäle und Spuren der Munition zu sichern. Den Verdacht der Manipulation an der Leiche John F. Kennedys bestätigt auch Dr. Cyril Weck. Er ist ein weltweit anerkannter Gerichtspathologe. Wenn das Gehirn nicht seziert wurde, gab es keinen Einblick in das Innere. Als hätte das Gehirn nie existiert. Ich bin äußerst misstrauisch. Und ich glaube, das könnte der Höhepunkt einer finsteren Verschwörung gewesen sein, die nach dem Mord half, Spuren zu verwischen und sicherzustellen, dass das Gehirn nicht untersucht werden konnte. Somit hatten Kritiker wie ich und andere Kollegen keine Möglichkeit nachzuweisen, dass es einen zweiten Schützen gab, der von rechts geschossen hat. Denn in der Antwort auf diese Frage liegt wiederum die Frage, war es eine Verschwörung oder nicht? Harold Weisberg war früher Ermittlungsbeamter im US-Senat. Er erwirkte Akteneinsicht in aufschlussreiche Dokumente. Nach seiner Auffassung beweisen sie eine amtliche Verschwörung und Verschleierung der Wahrheit auf höchster Ebene. Jack Ruby tötete Lee Harvey Oswald am Sonntag, den 24. November. Nicholas Katzenbach war der zuständige Generalstaatsanwalt und dem war sofort klar, Oswald musste nicht mehr vor Gericht mit Beweisen überführt werden. Er nimmt einen Aktendeckel und formuliert eine Nachricht an Bill Moyers, den direkten Draht zu Lyndon Johnson. Er schreibt, die Welt muss überzeugt werden, dass Oswald ein Einzeltäter war und die Beweise hätten ausgereicht, Lee Harvey Oswald zu verurteilen. Das war am Montagmorgen nach dem Mord, ehe irgendwelche Beweise gesammelt waren. Nach Oswalds Tod kam die direkte Anweisung von FBI-Chef Edgar Hoover. Die Polizei von Dallas habe sofort das gesamte Beweismaterial auszuhändigen, das Oswalds Ermordung betreffe. Jesse Carey, der Polizeichef von Dallas, ist verärgert. Er verliest den Befehl vom FBI-Boss vor der Presse und lässt seine Männer packen. Den Sheriffs von Texas ist damit die Ermittlung aus der Hand genommen. Die angeblich beste Polizei der Welt habe versagt, den Präsidenten zu beschützen. Harold Weisberg meint, FBI-Chef Hoover habe nach einer Möglichkeit gesucht, sich aus dieser Blamage herauszumanövrieren. Was wäre willkommener gewesen als ein Einzeltäter, dem man keine Fragen mehr stellen konnte? Von Anfang an habe Hoover die Vision vom alleinigen Täter Oswald verbreitet. Und alle hätten mitgespielt. You can say
Nun kann man versuchen, für das Verhalten der Regierung Verständnis zu finden, sagt Harold Weisberg. Verständlich, wenn man die Wahrheit einige Tage zurückhielt. Die Bevölkerung sollte nicht beunruhigt werden. Wusste man, ob auch ein Anschlag auf Johnson oder den Außenminister geplant war? Stand eine Invasion bevor, eine Revolution? Das beschäftigte die Leute in Washington. Aber schon einige Tage später, als keine Gefahr ersichtlich wurde, sei die Lüge nicht länger entschuldbar gewesen. Die Lüge, Oswald habe in weniger als 6 Sekunden 3 Schüsse aus dem Lagerhaus abgefeuert. Mit der angeblichen Tatwaffe, dem rostigen Karabiner, hätte nicht einmal ein Scharfschütze 2-mal getroffen. Doch das FBI behauptete zunächst, ein 1. Schuss traf Kennedy in den Rücken, der 2. in den Kopf und eines dieser 2 Geschosse habe auch den Gouverneur verletzt. Aber der Zeuge James Tague warf diese Theorie über den Haufen. Er war bei der Schießerei leicht verletzt worden. Ich stand am östlichen Ende der Unterführung. Den 1. Schuss hielt ich für einen Feuerwerkskörper. Bei den nächsten 2 Schüssen duckte ich mich hinter der Mauer. Als ich wieder hochsah, brauste gerade der Präsidentenwagen vorbei. Sheriff Walters sagte zu mir, Sie haben Blut auf Ihrer Wange. Ich fasste hoch. Tatsächlich, Blutspritzer. Während der Schießerei habe ich einen stechenden Schmerz verspürt. Der Polizist fragte, wo ich gestanden hätte. Wir gingen 12 Meter zurück und sahen einen ganz frischen Einschuss am Bordstein. Das FBI schickte seine Leute und in ihrem Bericht stand, dort gibt es keine Geschossspur, erläutert Harold Weisberg. Die Spur müsste von Besen der Straßenreinigung verwischt sein, hieß es. So ein Unsinn, die Kratzer waren am Bordstein. Die Kommission schickte Fotospezialisten vor Ort, sie machten Aufnahmen. Und genau an der besagten Stelle sieht man kein Einschussloch oder Geschossspuren, sondern auf einmal eine dunkle Stelle und eine andere Struktur des Bodenbelags. Ich weiß das, da ich in den Archiven nachgesehen habe, erzählt der ehemalige Ermittlungsbeamte des US-Senats. You can see the difference in color, you can see the difference in texture, and I know because I've examined it at the archives. It's darker and smoother. Instead of a bullet hole or a nick made by a bullet, you've got it all smoothed over in darker color. So they dig it up. Der Bordstein wurde ausgegraben und nach Washington gebracht. Nur von der Oberfläche wurden spektrographische Analysen gefertigt, obwohl man wusste, dass der Beweis, ein Geschoss, darunter zu finden gewesen wäre. Niemand stellte sich die Frage, ob jemand daran Interesse haben könnte, hier nach dem Attentat etwas zu verbergen. Als ich nach den spektrographischen Aufnahmen fragte, sagte man mir, sie wären inzwischen vernichtet. Sie hätten es aus Platzgründen getan, erzählte man mir. Ein paar Millimeter Platz mussten gespart werden? Im riesigen Archiv des FBI? Aber vor Gericht kommt das FBI mit so einer Aussage durch. Wen oder was versuchte das FBI zu decken? Eigenes Fehlverhalten oder eine Mordverschwörung? Die Frage wird mit jeder Zeugenaussage drängender. Und viele Aussagen klagen indirekt das FBI an, die Aufklärung des Präsidentenmordes bis heute behindert oder verhindert zu haben. Die Beobachtung des Zeugen Tague konnte nicht ganz ignoriert werden. Im Gegensatz zum FBI zählte nun die Warren-Kommission 3 Schüsse, einen Fehlschuss und 2 Treffer. Einer davon hätte sowohl Präsident Kennedy wie Gouverneur Connally getroffen. Diese eine magische Kugel müsste ein ballistisches Wunder vollbracht haben, berichtet Dr. Cyril Weck. Das Geschoss trifft Kennedy im Rücken, tritt vorne aus, dreht links nach unten, dreht mitten in der Luft und geht nach rechts weg, dreht wieder und trifft von hinten Gouverneur Connallys Rücken. Dr. Weck ist ein anerkannter Pathologe und Gerichtsmediziner. Seine Aussage gilt als glaubwürdig. Ein Geschoss allein kann nicht die Verletzungen an Gouverneur Connally und die tödlichen Verletzungen bei John F. Kennedy verursacht haben. Aber die Untersuchungskommission habe darauf beharrt, um ihre verwegene Theorie vom Einzeltäter Lee Harvey Oswald zu untermauern. Denn sonst müsste ein 2. Täter in Betracht gezogen werden. Und damit sei man bei der Verschwörung, bei einem Mordkomplott gegen den Präsidenten. You have a single bullet theory that permits you to conclude
that there was only one person firing, whether it was Oswald or anybody else in the world. If you don't have a single bullet theory, then you cannot have a sole assassin. And if you move to that point, Dr. Wick sagt, then you're into conspiracy. Ich meine, man sollte den 26-bändigen Warren-Bericht der Untersuchungskommission aus den Regalen der Büchereien entfernen. Er gehört eher in die Abteilung Fantastische Geschichten und Erzählungen, also zwischen Tom Sawyer, Huckleberry Finn und Gullivers Reisen. Dort gehört der Bericht hin. Of all the libraries where they now rest in the United States from non-fiction and placed in the fiction shelves along with Tom Sawyer, Huckleberry Finn and Gulliver's Travels. That's where they belong. Chicago, der Geburtsort von Jack Ruby. Welche Rolle spielte er in den mysteriösen Mordfällen Kennedy und Oswald? Ruby soll in den 30er Jahren für Al Capone gearbeitet haben. Sein Geld verdiente er angeblich mit Glücksspiel, Drogen und Zuhälterei. Sein späterer Nachtclub, Carousel Club in Dallas. Hier soll Ruby öfter Gastgeber für Unterwelttypen gewesen sein und für Polizeibeamte aus Dallas. Jack Ruby hatte bei seiner Verurteilung gesagt, die Welt würde nie die Hintergründe seines Tatmotivs und seiner Auftraggeber erfahren. Die säßen ganz oben. Was wusste der Oswald-Mörder? War er Teil einer raffinierten Verschwörung im Mordfall Kennedy? Seine letzte Aussage vor Gericht und der Presse könnte eine Finte gewesen sein, um sich vor der Weltöffentlichkeit interessant zu machen. Doch der Journalist Seth Kenter sieht das anders. Er kannte Ruby. In den Wochen vor der Ermordung Kennedys hatte Ruby Besuch von Mitgliedern der Unterwelt, Typen, die er seit 20 Jahren nicht gesehen hatte. Im Mai 1963 reiste Ruby nach New Orleans, um Striptänzerinnen für sein Lokal anzuwerben. Er verhandelte mit einem Mann namens Harold Tannenbaum, aber New Orleans wurde nach wie vor von einem sehr einflussreichen Mafioso kontrolliert, einem gewissen Carlos Marcello. But New Orleans was and has continued to be controlled by a very powerful mafia figure named Carlos Marcello. Präsident Kennedy und sein Bruder Justizminister Robert Kennedy hatten Marcello und seinem organisierten Verbrechen den Kampf angesagt. Marcello hatte Rache geschworen. Schon unmittelbar nach Kennedys Ermordung wurde in den 60er Jahren gemutmaßt, die Mafia habe den US-Präsidenten auf dem Gewissen. Erster Ansatzpunkt weiterer Nachforschungen: Jack Ruby hatte intensive Mafia-Kontakte. Ruby's connections with nightclub people in New Orleans meant that one way or another he was dealing with Marcello. Ruby hatte mit Marcello zu tun. Ruby hatte auch persönlichen und telefonischen Kontakt mit mehreren Killern und Gangstern, die regelmäßig in Chicago, Miami, Las Vegas, New Orleans oder Houston arbeiteten. Mein Journalist kennt das zu wissen. Houston and in New Orleans. Diesen Unterweltkontakten von Jack Ruby war die Warren-Kommission nie nachgegangen. Auch zwischen Ruby und Lee Harvey Oswald fand sie bei ihren angeblichen Ermittlungen keinen Zusammenhang. Aber zum ersten Mal sagt dazu die Nachtclubsängerin Beverly Oliver aus. 25 Jahre hat sie geschwiegen, aus Angst. Viele Zeugen leben nicht mehr und ich wollte mich nicht zu denjenigen zählen, die sich angeblich von hinten selbst erschossen haben. Es war zwei Wochen vor Kennedys Ermordung. Ich arbeitete im Colony Club und Rubys Club Carousel lag gegenüber. Zwischen den Shows ging man schon mal zum anderen Club rüber. Also spazierte ich eines Nachts zu Rubys Club. Die Tänzerin Jada saß an seinem Tisch zusammen mit einem anderen Typen. Ich setzte mich auf einen Drink dazu. Ruby stellte mich dem Mann vor und sagte, Beverly, das ist mein Freund Lee. And there was a girl that danced there by the name of Jada. And she was sitting at the table with Jack Ruby and another man. And I went and sat down with them to have a drink. As I sat down at the table, Ruby introduced me to the man sitting there at the table with he and Jada. And he said, Beverly, this is my friend Lee. And als ich später im Fernsehen sah, dass Ruby Oswald erschoss, erkannte ich den Mann wieder. Er war der Mann, den ich zwei Wochen vor der Ermordung Kennedys im Club getroffen hatte. Am nächsten Tag gab die Tänzerin Jada ein Zeitungsinterview und sagte das Gleiche, was ich Ihnen jetzt erzähle. Nämlich, dass sie Oswald zwei Wochen vorher bei Ruby getroffen hatte.
Aber inzwischen ist Jada tot, hat man mir gesagt. Was the man that was in the club 2 weeks prior to the assassination. As a matter of fact, the next day, Jada gave an interview to the newspaper, and she said the same thing that I'm saying to you now, that she met Oswald 2 weeks prior to the assassination of Kennedy. However, unfortunate it is, Jada is dead, or so they tell me. Jack Ruby hatte engen Kontakt zur Polizei in Dallas. Das machte es ihm leicht, im Hauptquartier ein- und auszugehen. An dem fraglichen Wochenende wurde er dort mehrfach gesehen. Der Polizist Billy Grammer hatte Dienst in der Telefonzentrale. Es war die Nacht vor Oswalds Ermordung, die Nacht von Samstag auf Sonntag. Um 9 Uhr abends erhielt der Beamte einen mysteriösen Anruf. Die Stimme kennst du, dachte ich, aber ich wusste nicht, wer es war. Der Anrufer sagte, wir müssten den Zeitplan für die Verlegung Oswalds ändern. Er kenne die Einzelheiten. Und so sagte er wörtlich, wir werden ihn töten. Der Polizist Billy Grammer meldete den Anruf seinem Vorgesetzten, beendete die Schicht und fuhr nach Hause. Billy Grammer lag noch im Bett, als Oswald erschossen wurde. Am nächsten Morgen schaltete ich den Fernseher an und es hieß, Ruby habe Oswald erschossen. Da fiel bei mir der Groschen. Jack Ruby war der Anrufer gewesen. Ich hatte das Gesicht zu der Stimme wiedergefunden. So Billy Grammer. Für diesen Anruf gibt es nur eine Mutmaßung. Jack Ruby versuchte in letzter Sekunde, seinen Mordauftrag selbst zu vereiteln. Vergeblich. And seeing this and knowing what I knew and what he had said, then to me it had to be Jack Ruby. Attentäter Ruby wurde in jene Zelle gesteckt, die sein Opfer Lee Harvey Oswald Minuten zuvor verlassen hatte. Das erste Verhör führte Don Archer. His behavior to begin with, he was very hyper. Ruby war völlig überspannt, schwitzte übermäßig, sein Herz jagte. Aus Sicherheitsgründen hatten wir ihn gefesselt. Er fragte nach einer Zigarette, ich gab ihm eine. Es war 2 Stunden später, so gegen 13 Uhr, da kam der Chef vom Secret Service zu mir. Er teilte mit, Oswald sei inzwischen gestorben. Also ging ich in die Zelle zurück und wandte mich an Ruby. Ich sagte, Jack, auf dich wartet der elektrische Stuhl. Aber er war nicht geschockt, im Gegenteil. Er wurde ganz ruhig, hörte auf zu schwitzen, atmete langsamer. Ich bot ihm eine Zigarette an und er wies sie zurück. Er sei nicht Raucher. Er verhielt sich völlig anders, als ich in dieser Situation erwartet hätte. Ich glaube, sein Leben hing davon ab, Oswald zu erwischen. Ruby hatte am Telefon gesagt, wir werden ihn töten. Der Schuss war keine Affekthandlung. Er hat nicht spontan auf Oswald geschossen. Augenzeuge Billy Grammer glaubt, das Attentat sei geplant und Ruby als Mörder bestimmt gewesen. Ruby schwieg beharrlich über Tatmotiv und eventuelle Hintermänner. Er ließ die Welt im Ungewissen über die Ermordung Kennedys und Oswalds. 25 Jahre später gibt ein Polaroid-Foto sein Geheimnis preis. Der Verdacht einer Mordverschwörung scheint jetzt beweisbar. Die texanische Hausfrau Mary Ann Moorman stand während der Schüsse am Straßenrand gegenüber dem kleinen Grashügel. Sie drückt auf den Auslöser ihrer Sofortbildkamera und dokumentiert den tödlichen Kopfschuss. Mrs. Moorman gab damals sogar ein Fernsehinterview und ihr Polaroid-Foto wurde sofort veröffentlicht. Eine kriminaltechnische Auswertung durch das FBI hatte stattgefunden, aber kam offensichtlich zu keinem Ergebnis. Oder diese Erkenntnisse wurden der Öffentlichkeit vorenthalten, wie so viele andere im Mordfall Kennedy. To me it's kind of,
Es ist erschreckend für mich zu wissen, dass dieses Bild ein wichtiger Beweis sein könnte und dass sich die staatlichen Behörden nie intensiv damit beschäftigt haben, sagt Mrs. Moorman. Doch jetzt wurde das Polaroid-Foto vom Augenblick des Mordes vergrößert und immer wieder vergrößert. Es zeigt schemenhaft zwei Männer und ein Mündungsfeuer im Gebüsch des Grashügels. Einer der Männer tötete angeblich Präsident Kennedy. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Die frühere Nachtclubsängerin Beverly Oliver hatte nicht nur Ruby und Oswald zusammen gesehen. Sie war auch am Tatort in der Elm Street. Sie sah einen Schützen im Gebüsch auf dem Grashügel, während sie die Mordszene auf Amateurfilm festhielt. Ein anderes Foto beweist ihre Nähe zum Tatort. Beim ersten Geräusch war mir nicht bewusst, dass ein Schuss abgefeuert wurde. Ich hielt ihn für eine Fehlzündung oder einen Knallfrosch und filmte weiter. Plötzlich erkannte ich durch den Sucher meiner Kamera, dass Präsident Kennedy der Hinterkopf wegflog. Dann erst begriff ich, dass ein Schuss gefallen war. Wie viele Schüsse, weiß ich nicht. Aber ich erinnere mich, woher die Schüsse kamen. Von dem Holzzaun unter dem großen Baum, auf der anderen Seite dieser Stufen. Da erkannte ich eine Figur und Rauch. Ich glaube, dass der Mörder Kennedys irgendwo dort am Zaun gestanden hat. Und niemand kann mich vom Gegenteil überzeugen. Ich weiß, was ich gesehen habe. And no one will ever convince me any differently. I know what I saw. Das FBI beschlagnahmte den unentwickelten Amateurfilm von Beverly Oliver, versprach, ihn zurückzugeben. Doch der Film verschwand auf Nimmerwiedersehen beim FBI. Von meinem Standort aus war der Mord genau zu sehen. Und auch der Grashügel dahinter war klar im Bild. Würde mein Film auftauchen, könnten viele offene Fragen beantwortet werden. Probably would be a lot of unanswered questions answered if my film could be found. Unmittelbar links von Mrs. Oliver stand Mary Ann Moorman im dunklen Mantel. Einen Sekundenbruchteil nach Abfeuern des tödlichen Kopfschusses dokumentiert ihr Polaroid-Foto den Tatort. Der Schnappschuss war schon veröffentlicht, ehe das FBI ihn hätte beschlagnahmen können. Aber erst die fünfjährige hartnäckige Arbeit von zwei texanischen Spezialisten brachte Klarheit. Jack White und Gary Mack konnten den Todesschützen vom Grashügel aus dem Foto heraus vergrößern. Right behind the corner of the wall there, as we see here, is the guy that we call Badge Man. And it appears to me that from our study of it, hinter dem Holzzaun machten sie den Schützen auf dem Foto aus. Sie nannten ihn Badge Man, da er, wie sich herausstellte, eine Uniform trug mit einer Polizeimarke an der Brust. Badge genannt. Erst nach langem Hinsehen erkannte ich auf dem Foto Augen, Ohren, Stirn und Haare. Schritt für Schritt, so erzählt Gary Mack. Dann rief ich Jack White an, der das Bild in immer größere Ausschnitte vergrößerte. Nach und nach erkannten wir mehr Einzelheiten. Es wurde offensichtlich, dass der Mann eine Polizeiuniform trug. Oder eine Uniform, die zumindest sehr ähnlich aussah. Damit war er von einem Polizeibeamten aus Dallas nicht zu unterscheiden. Ich war erschrocken. Ein Polizist wäre den Passanten an diesem Standort nie aufgefallen. In der ganzen Umgegend standen uniformierte Beamte. Mir lief es eiskalt den Rücken runter. Das war ein genialer Plan für das Attentat. Nur so groß ist das Polaroid-Foto und wir vergrößerten einen Ausschnitt, der nicht größer als ein Quadratzentimeter war. Das machte die fotografische Detailarbeit über all die Jahre so mühsam. Hinter dem Zaun kam es auch zu einer außergewöhnlichen Begegnung zwischen dem mutmaßlichen Todesschützen und dem Augenzeugen Gordon Arnold.
Er war damals ein 22-jähriger Soldat auf der Durchreise. Dies ist seine erste Zeugenaussage vor einer Kamera, 25 Jahre nach der Ermordung Kennedys. On that particular morning, what happened was I came downtown and I thought there was going to be a parade. So what I did was I parked my car. Ich kam an jedem Freitagmorgen nach Dallas, hörte von einer Parade und dachte, da gehst du hin. Meinen Wagen stellte ich hier auf diesem Parkplatz ab und lief zu der besagten Ecke rüber. Eigentlich wollte ich mit meiner Schmalfilmkamera Einstellungen von der Eisenbahnbrücke aus drehen. Aber ich kam nicht sehr weit. Von der Brücke kam mir ein Mann in Zivil entgegen und sagte, hier könnte ich nicht stehen bleiben. Damals war ich noch etwas jünger und frecher. Ich sagte ihm, weder er noch sonst jemand würde mich von der Brücke schicken. Er zog einen Ausweis raus und sagte CIA. Okay, meinte ich, der Macht füge ich mich und drehte mich um. Ich lief am Zaun entlang und suchte einen neuen Standort. Aber der Kerl kam hinterher. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen verschwinden. Also ging ich auf die andere Seite, vor den Zaun und richtete meine Kamera ein. Ich schwenkte die Kamera mit und sah den Präsidenten der Vereinigten Staaten. In dem Augenblick fällt ein Schuss direkt hinter meinem linken Ohr, aus dieser Richtung. Ich warf mich hin und meine, mindestens ein zweiter Schuss wurde über meinem Kopf abgefeuert. There's a bunch of report going on in this particular area at that time. And what happened? Als ich auf dem Boden lag, kam ein Mann auf mich zu. Ich dachte, es wäre ein Polizist, denn er hatte eine Uniform an, aber trug keine Mütze und hatte schmutzige Hände. Doch das war unwichtig. Er schrie mich an, fuchtelte mit der Waffe in der Hand. Ich hätte ihm alles gegeben, nur nicht die Kamera, denn die gehörte meiner Mutter. Shaking when he had the weapon in his hand. I think I'd have gave him almost anything except the camera because that was my mother's. And literally what the man did was kick me. Der Mann trat mich und fragte, ob ich Aufnahmen gemacht hätte. Ich bejahte und als ich hochsah, starrte ich genau in die Waffe. Ich dachte, es wäre besser, ihm den Film zu geben. Also zog ich ihn raus, gab ihm den Film und lief in diese Richtung weg. In this direction. I went off in this direction. Drei Tage später war ich in Alaska bei meiner Einheit und kam erst nach 18 Monaten zurück. Ich erinnerte mich, dass 4 Jahre zuvor ein Mann ausgesagt hatte. Er hatte sich als Augenzeuge des Mordes gemeldet, Gordon Arnold. Er behauptete, dass er am Zaun gestanden hätte. Wir entdeckten auf dem Foto einen zweiten Mann, wahrscheinlich Gordon Arnold. Er hatte seine Beobachtungen zu Protokoll gegeben, aber wurde damals nicht ernst genommen. Die Geschichte ging durch die Presse. Arnold wurde interviewt. Niemand wollte ihm glauben. Es gab weder Fotos noch Filmaufnahmen, die seinen Standort zur Tatzeit bewiesen hätten. Aber plötzlich bestätigte das Polaroid-Foto Arnolds Geschichte. That he had been at the scene and was in that location, but no one believed him because there were no photographs or films that showed a man in that position. But all of a sudden, interessant ist noch die Feststellung, Gordon Arnolds Aussage wurde bereits 4 Jahre vor unserer Fotoanalyse veröffentlicht. We noticed the appearance of this figure in the Mormon photograph. We later learned that Arnold was wearing this army cap that had a slouch. Später erfuhren wir, dass Arnold eine Armeemütze trug mit einem kleinen Abzeichen und rechts einer Medaille der US-Armee. Und genau das sehen wir auf diesem Foto hier. Wir wissen auch, dass Arnold eine Filmkamera in der Hand hielt. Und genau das zeigt das Foto. Sein rechter Arm ist nach oben angewinkelt und etwas verdeckt sein Gesicht. Das könnte die Kamera sein. Die Recherchen und Fotoanalysen der texanischen Experten wurden von unabhängigen Spezialisten in Großbritannien bestätigt. Die Untersuchungen ergaben, jener vermeintliche Badgeman könnte den tödlichen Schuss auf Kennedy gefeuert haben.
railroad tie, because this was a parking lot. And excellent view of the street from here. In dem Vierteljahrhundert seit Kennedys mysteriösem Tod gab es viele Mordtheorien. Vom Einzeltäter Oswald, wie die Untersuchungskommission behauptet, bis zur Verschwörung zum geplanten Riffifi. Die Texaner Mac und White aber konnten noch mehr Einzelheiten aus dem Polaroid-Foto herausfiltern. Eines Tages entdeckte ich noch eine Figur auf dem Foto. Sie steht direkt hinter Badgeman, dem mutmaßlichen Mordschützen. Da erkenne ich eine Person mit einem Helm und einem weißen T-Shirt. Auch von der Beleuchtung her stimmt das Foto. Da ist ein Licht auf seinem Helm, ein Schatten auf seinem Kopf bis runter zur Schulter. Und er scheint in Richtung Lagerhaus zu sehen. He appears to be looking off in the direction of the school book depository. It was important in all this work that we. Gary Mack ergänzt, dass es jetzt wichtig gewesen wäre, die Erkenntnisse aus den Fotos mit Zeugenaussagen zu belegen. Einer der wichtigsten Zeugen sei der Signalwärter Lee Bowers von der Eisenbahn gewesen. Er arbeitete in dem Stellwerkhäuschen hinter dem besagten Zaun. Von seinem Posten aus habe er einen guten Blick auf jene Stelle gehabt, an der die fraglichen Männer auf dem Foto standen. Vor der Untersuchungskommission habe Lee Bowers ausgesagt, dass vor und nach dem Mordanschlag zwei Männer hinter dem Zaun gestanden hätten. Doch der Zeuge Bowers starb 1966 bei einem mysteriösen Autounfall. Aber ein anderer Augenzeuge bestätigt die bisherigen Erkenntnisse. Auch er tritt jetzt das erste Mal vor die Kamera. Der taubstumme Ed Hoffman. Hoffman kam etwas früher von seiner Arbeit und war auf dem Weg zum Zahnarzt. Er parkte sein Auto und wollte Kennedy in Dallas sehen. Ich stellte meinen Wagen ab, bedeutet er in der Zeichensprache der Taubstummen. Ich sah zwei verdächtige Männer direkt dort auf dem Parkplatz. Wichtig ist die Anmerkung, vor 25 Jahren verdeckten keine Bäume die direkte Sicht auf den Parkplatz hinter dem Grashügel. Hier stand ein Mann mit schwarzem Hut und in blauer Jacke, erklärt Zeuge Hoffmann. Ich sah Pulverrauch und dachte, es wäre eine Zigarette. Aber der Mann hatte ein Gewehr und lief in Richtung Bahndamm. Er überreichte die Waffe einem zweiten Mann, drehte sich um, zog sein Jackett gerade, setzte den Hut zurecht und ging gemächlich davon. Der Mann mit dem gestreiften Hemd eines Eisenbahnarbeiters spazierte mit der Waffe zu dem Trafohäuschen. Er nahm das Gewehr auseinander und verstaute es in einem Werkzeugkasten. Dann ging er auf die Gleise zu. Als die Wagenkolonne an mir vorbeifuhr, sah ich, dass Kennedy getroffen worden war. Ich war erschrocken, sah einen Polizisten auf der Eisenbahnbrücke, versuchte durch Winken auf mich aufmerksam zu machen, aber er bemerkte mich nicht. Ich setzte mich ins Auto und fuhr etwa dorthin, wo ich die zwei Männer gesehen hatte. Aber ich konnte in der Menschenmasse niemanden wiedererkennen. Ich meldete mich beim FBI, um zu erzählen, was ich gesehen hatte. Die wollten meine Aussage nicht annehmen und boten mir sogar Schweigegeld, erzählt Ed Hoffman in der Zeichensprache der Taubstummen. Ich hatte das Gefühl, die beiden Männer, die ich gesehen hatte, arbeiteten zusammen und der hinter dem Zaun mit der Waffe habe Kennedy erschossen. Gary Mack fasst zusammen. Das FBI hatte über 50 Augenzeugen, die alle sagten, zumindest ein Schuss sei von dem Grashügel gekommen. Und dem FBI lag jenes Polaroid-Foto vor, das genau diese Gegend zeigt, in jenem Sekundenbruchteil, in dem Kennedys Kopf explodierte. Irgendjemand beim FBI muss sich doch gefragt haben, ob auf dem Bild nicht ein Schütze zu erkennen sei. Ich glaube, das FBI wusste noch am Abend des Mordtages, dass es einen zweiten Schützen auf dem Grashügel gab. Der offizielle Gerichtsmediziner
medizinische Befund verzeichnet keinen Schuss von vorn. Aber wenn Batchman geschossen und Kennedy getroffen hat, bedeutet das, die Erkenntnisse der Gerichtsmediziner wurden verändert. Und das bedeutet eine Verschwörung innerhalb der US-Regierung. Gordon Arnold bleibt bei seiner Aussage. Dass unmittelbar hinter ihm geschossen wurde, habe er genau unterscheiden können, so erklärt er. Denn er habe damals seinen Militärdienst absolviert und selbst mit scharfer Munition geübt. Er sei sich seiner Aussage ganz sicher. Arnolds Anwesenheit auf dem Grashügel, seinen deckungssuchenden Sprung zu Boden, bestätigt Senator Yarborough. Er fuhr in der Wagenkolonne zwei Fahrzeuge hinter Kennedy. Während der Schüsse sah ich rechts einen Mann durch die Luft hechten gegen die Mauer. Ich dachte, es wäre ein Infanterist, der entweder getroffen war oder so trainiert, dass er bei Gewehrfeuer sofort in Deckung springt. Dieser nachträglich kolorierte Fotoausschnitt wurde Gordon Arnold zum ersten Mal bei diesem Interview vorgelegt. Bis zu dem Zeitpunkt war er überzeugt, dass es keinen Beweis für seine unmittelbare Gegenwart am Tatort und zur Tatzeit gebe. Das sieht wie ein Soldat in Sommeruniform aus, mit einer Mütze auf. Das könnte meine Uniform gewesen sein. Und da ist eine Kamera oder sowas vor dem Gesicht. Dieser weiße Fleck sieht aus wie ein Mündungsfeuer. Und das ähnelt einem Polizeibeamten. Hier ist der Badge, die Polizeimarke. Und dort ist das der Eisenbahnarbeiter, nach dem ich Sie heute Morgen gefragt hatte? Would this fellow back here be the railroad man I asked you about this morning? Denn als ich heute mit Ihnen zur Filmaufnahme nochmals an die Stelle ging, da fiel mir ein, dass da ein Eisenbahnarbeiter an den Gleisen stand. Sieht aus, als würde jemand ein Foto machen. Ich konnte zunächst nicht verstehen, warum ich da gebückt dastand, bis mir jetzt das Mündungsfeuer auffällt. Und bei einem Schuss würde man sich ducken. Und das hier könnte sehr gut ich sein. Gordon Arnold begreift allmählich, was dieses Foto bedeutet. Wenn das alles wahr ist, dann bin ich vielleicht der Einzige, der den Mann gesehen hat, der den Präsidenten tötete. Das Bild macht mir Angst. Hätte ich das vorher gewusst, ich hätte Ihnen niemals dieses Interview gegeben. Wenn es diese Gestalt also wirklich gibt, dann hatten die Zeugen recht und ebenso die Kritiker, die seit 25 Jahren von einer Verschwörung sprechen. Das heißt, der Bericht der Warren-Kommission ist falsch. Bleiben zwei Fragen. Wer ist in die Verschwörung verwickelt und welche Rolle spielte Oswald? Die Ermittlungsbehörden hatten Oswalds letzte Tage lückenlos rekonstruiert. Aber jetzt müssten die Beamten bestätigen, dass Oswald gar keine Möglichkeit hatte, sich mit anderen Leuten zu treffen, um so etwas zu planen. Wir müssen uns ernsthaft die Frage stellen, ob Lee Harvey Oswald überhaupt einen Schuss abgefeuert hat.
something like this. So we now have to wonder, seriously, perhaps for the first time, whether Lee Harvey Oswald even fired any shots. War Oswald ohne sein Wissen der Köder für eine falsche Fährte, um von den tatsächlichen Mordschützen abzulenken? Warum hat das FBI Beweismaterialien und Zeugenaussagen unterschlagen und offensichtlich gefälscht? Der US-Schriftsteller Steve Revell suchte die letzten 4 Jahre nach den tatsächlichen Mördern Präsident Kennedys. Die Hintergründe der Verschwörung können wir nur durch die Täter erfahren. Wir haben jetzt 2 Zeugen, die uns sagten, wer die Mörder sind, und wir wissen, wo sie sind. Man müsste sie umgehend in Haft nehmen, damit wir endlich die Wahrheit über die jüngste Geschichte Amerikas erfahren. Die Nachforschungen des Schriftstellers Steve Revell im chronologischen Ablauf. 1984 verfolgte er die Spur eines französischen Drogenschmugglers, der in einem US-Gefängnis einsaß. Der Häftling sollte angeblich Details über den Präsidentenmord wissen. Der Drogenschmuggler hieß Christian David. Ich besuchte ihn in der Haftanstalt Leavenworth. Er war ehemals Mitglied des Rauschgiftrings French Connection, später Chef der korsischen Drogenmafia in Südamerika, erzählt Steve Revell. Christian David hat auch für mehrere Geheimdienste rund um die Welt gearbeitet. Ich sollte einen Anwalt für ihn finden, der ihn gegen seine bevorstehende Auslieferung nach Frankreich verteidigen würde. Als Gegenleistung versprach mir David gewisse Informationen über den Kennedy-Mord, Informationen, die er aus eigener Kenntnis besaß. Nach 4-5 Stunden Gespräch offenbarte er, dass es eine Verschwörung gegeben habe, um den Präsidenten zu ermorden. Im Mai oder Juni 1963 habe man ihm selbst in Marseille einen Kontrakt angeboten, Präsident Kennedy zu töten. Diese Information war der erste Durchbruch bei meinen Nachforschungen. David wurde tatsächlich nach Frankreich ausgeliefert. Ich hielt Kontakt zu ihm, suchte ihn in Paris im Gefängnis auf. David hatte Angst, dass er entweder in eine Heil- und Pflegeanstalt verlegt werden könnte oder wegen einer alten Mordsgeschichte erneut vor Gericht müsste. Also gab er mir weitere Einzelheiten zum Fall Kennedy. Er sagte mir, es seien 3 Mörder gewesen, alle 3 seien Mitglieder der korsischen Mafia in Marseille. His position was that there were 3 killers. Der Chef der korsischen Mafia in Marseille hätte den Auftrag für den Mord erhalten. Sein Name sei Antoine Guérini. Guérini, so sagte mir Christian David, sollte 3 erfahrene Berufskiller besorgen, um den Präsidenten zu töten. However, he did agree to give me the first name of the third man who he said was dead. Steve Revell bekam von David den Vornamen von einem der 3 Mörder genannt, ein angeblicher Lucien. Der Schriftsteller recherchierte bei Journalisten, der Polizei und im Umfeld der Geheimdienste auf der Achse Paris-Marseille. Dieser besagte Lucien entpuppte sich als ein bekannter Drogenschmuggler und Berufskiller der 60er und 70er Jahre. Sein Name Lucien Sarti. Er starb bereits 1972 bei einer Berufsfehde in Mexico City. David bestätigte mir, dass ich auf der richtigen Spur war, sagt Steve Revell. Sarti war als rücksichtslos und verwegen bekannt. Er war selbst unter Kollegen gefürchtet. Er war einer der erfolgreichsten Schmuggler und Berufsmörder. But that same recklessness made him one of the most successful contract killers and drug traffickers of his era. Der Sträfling Christian David hatte den verstorbenen Sarti als einen der 3 Mörder bestätigt. Die 2 anderen Namen wollte er nicht preisgeben. David fürchtete um sein Leben. Aber er erzählte dem Schriftsteller, wie der Mord an Kennedy angeblich verübt worden sei. Die Einzelheiten hätte man in Marseille geplant. Im März 1963 wurden die 3 korsischen Killer von Marseille nach Mexico City geflogen. Dort blieben sie 3 oder 4 Wochen, rekapituliert Steve Revell die Aussage von Christian David. Und weiter. Die Killer überquerten die Grenze zu den USA in Brownsville, Texas. Sie hatten italienische Pässe. Ein Kontaktmann der Chicago-Mafia habe die 3 Männer in Empfang genommen und nach Dallas gefahren. David erzählte weiter, die 3 seien dort in einem sicheren Versteck untergebracht worden. Über einige Tage hätten sie das Gelände um den Tatort ausgekundschaftet. In ihrem Versteck hätten sie dann geplant, ihr Opfer ins Kreuzfeuer zu nehmen mit 3 Gewehren.
the evenings at the safe house, they studied the photographs and they arranged what he called a crossfire with three guns. Zum Mord selbst konnte David ziemlich genaue Angaben machen. Zwei Schützen seien in Gebäuden hinter dem Präsidentenwagen postiert gewesen. Ein Mann habe oben gestanden und der andere sehr tief unten, sagte mir David, fast auf gleicher Höhe zum Wagen. Man könnte die Verletzungen gar nicht verstehen, sagte David, wenn man nicht wüsste, dass einer der Schützen sehr niedrig stand. David sagte mir wörtlich, es sind vier Schüsse gefallen. Der erste Schuss traf Kennedy von hinten in den Rücken, der zweite Schuss traf von hinten den anderen Mann. Den dritten Schuss feuerte Sarti von vorne und traf Kennedys Kopf. Ein vierter Schuss verfehlte ganz das Ziel. Von den Schützen wollte David gehört haben, aus drei Gewehren seien vier Schüsse abgefeuert worden. Drei hätten getroffen. David sagte auch, dass zwei der Schüsse fast gleichzeitig gefallen seien. He also added at one point that two of the shots were fired almost simultaneously. Wie glaubwürdig sind all diese Aussagen des Kriminellen Christian David? Viele Einzelheiten scheinen mit den bisher präsentierten Zeugenaussagen, Foto- und Filmaufnahmen übereinzustimmen. Doch Steve Revell suchte nun einen Zeugen, der die Aussagen von Christian David bestätigen sollte. Er suchte einen gewissen Michel Nicolie. Einst französischer Drogenhändler, später Spitzel der US-Regierung im Kampf gegen den Rauschgifthandel. Nicolie, von den US-Behörden mit neuen Papieren und neuer Identität ausgestattet, war untergetaucht. Revell suchte rund um die Welt, zunächst vergebens. Der Schriftsteller fand Nicolie schließlich über einen Tipp aus der US-Regierung. Nicolie war zum Interview bereit, bestätigt eine Begegnung mit Kennedys Mördern in Buenos Aires. In June of 1986, I almost by accident found the one person in the US government who knew where he was. Wir trafen uns in einer Bar in Argentinien, ich glaube 1966. Christian David war anwesend und noch vier, fünf oder sechs Leute, genau weiß ich es nicht mehr. So der Mann, der damals Michel Nicolie hieß. Wer waren diese Leute? Christian David, Sarti, Bogognani und vom Foto her Pironti. Steve Revell hatte sein Puzzle zusammen. Von Michel Nicolie hatte er die Namen der anderen beiden mutmaßlichen Kennedy-Mörder, Roger Bogognani und Sauveur Pironti. Nun wollte er die Mittäterschaft dieser beiden Männer von seinem ersten Informanten bestätigt haben. Der Schriftsteller besuchte Christian David im Pariser Gefängnis. David bestätigte alle drei Namen. Bocconiani und Pironti sind routinierte Verbrecher aus Marseille. Sie machten ihr Geld mit Glücksspiel und Zuhälterei wie die meisten korsischen Gangster. Und irgendwann werden sie zu gedungenen Mördern, zu Berufskillern. Bocconiani hat sich in die kolumbische Rauschgiftszene abgesetzt. Pironti ist ein leidenschaftlicher Spieler und betreibt den Drogenschmuggel nur gelegentlich, um seine Kasse aufzubessern. Pironti wurde vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen und läuft wieder als freier Mann durch Marseille. Pironti has recently been released from jail, and as far as I know, he is now a free man in Marseille. Frage an Michel Nicolie. War es in Ihrer südamerikanischen Verbindung ein offenes Geheimnis, dass Sarti, Bocconiani und Pironti die möglichen Mörder von Präsident Kennedy waren? Nicolie antwortet mit Ja. In my first conversation with him, Nicolie hat mir auch erzählt, er habe bei der Bezahlung der Mörder mitgeholfen, obwohl ihm die Hintergründe damals unbekannt waren. Die Mörder seien mit Heroin entlohnt worden und er hätte das Rauschgift gegen Bargeld getauscht. Monate nach dem Mord wären die drei bei ihm in Buenos Aires aufgetaucht. Er war überrascht, sagte mir Nicolie. Seines Wissens nach hatte keiner der drei vorher mit Heroin gehandelt. Aber Nicolie hatte den Ruf, keine lästigen Fragen zu stellen, also erledigte er das Geschäft. Nicolie sagte, Sarti und Bocconiani seien danach in das Drogengeschäft in Südamerika eingestiegen. Pironti sei nach Marseille zurückgekehrt.
Hamza T. oder Bokonjani Ihnen irgendwann gesagt, wer hinter dem Mordauftrag stand? Nein, darüber sprachen Sie mit mir nicht. Christian David erzählte mir, dass es jemand aus der Mafia sei, aber ich weiß nicht wer. Aber wusste man in Ihren französischen Kreisen in Südamerika, dass die Mafia hinter dem Attentat stand? Ja. Jetzt benötigte ich offizielle Unterstützung. Was ich wusste, erzählte ich meinem Kontaktmann im DEA, der US-Behörde zur Drogenbekämpfung. Mit meinen Informationen und seinem eigenen Wissen entschied der DEA-Beamte, die Sache müsse offiziell ermittelt werden. Zusammen interviewten wir Michel Nicoli noch einmal und er blieb auch vor dem Ermittlungsbeamten bei seinen Aussagen. And to my enormous relief, Michel repeated essentially the same story he had told me in front of the DEA official. Das hieß, Regierungsstellen interessierten sich jetzt für meine Nachforschungen. Und an dem Punkt fiel die Entscheidung, dass der Fall an das FBI abzugeben sei. Necessary to make the FBI aware of what it was we had learned, since the case was not in DEA's jurisdiction, but was still in the FBI's jurisdiction. Steve Revell recherchierte weiter, ungeachtet der Gefahr, in die er sich inzwischen begeben hatte. Er kehrte nach Marseille zurück, um weitere Spuren vor Ort zu verfolgen. Doch auch ein Jahr nach seinen Aussagen vor der US-Behörde DEA kam keine Reaktion aus Washington. Meine Erkenntnisse wurden 1987 dem FBI übergeben. Ein Beamter der Bundespolizei verhörte dann Michel Nicoli und der FBI-Mann sagte, er wäre von Nicolis Aussagen überzeugt. Zu dem Zeitpunkt glaubte ich, die US-Regierung würde Anklage erheben und die fraglichen Personen verhaften lassen, die hier in Marseille leben. Soweit ich weiß, geschah nichts. Nachträglich fand ich über Christian David und andere Quellen heraus, wie der Mann hieß, der für die Organisation des Attentats verantwortlich war. Ein einflussreicher Gangster, der lange hier in Marseille lebte, Paul Mondelloni. Über viele Jahre war er der Verbindungsmann zwischen dem Marseiller Mafioso Guerini und der Mafia in den USA, dort insbesondere zu Santos Trafficanti. Diese Verbindung wurde einst in Havanna geknüpft und als Fidel Castro Mondelloni aus Kuba rauswarf, wurde das Heroingeschäft nach Montreal verlegt. Mondelloni wäre die ideale Figur gewesen, um diese Verschwörung zu organisieren und auszuführen, behauptet Steve Revell nach all seinen Recherchen. Die Behörden in den USA, der DEA und das FBI wollten zwei sichere Zeugen, ehe Anklage erhoben würde. Wir hatten Michel Nicoli und sie wollten auch Christian David. Aber David hatte stets abgelehnt, in diesem Fall auszusagen, ehe er nicht aus dem Gefängnis freikäme. Er hatte Angst um sein Leben. Das ist alles sehr frustrierend, denn die Männer, die den Präsidenten der Vereinigten Staaten ermordeten, wurden von Zeugen benannt, die selbst die Regierung als glaubwürdig anerkennt. Sie leben hier in Marseille, einen Steinwurf von mir entfernt. DEA und FBI wissen, wo sie zu finden sind. Es gibt sogar ausstehende Haftbefehle gegen sie wegen Drogenhandel. Aber bisher wurde nichts unternommen. There are outstanding warrants for their arrest on old drug charges, and yet no move has been made against them, so far as I can tell. Now we face the 25th. Kennedy wurde vor 25 Jahren ermordet, und das Geheimnis soll nicht gelüftet werden. Wir kennen die Täter, man könnte sie verhaften und verhören. Aber ehe die Wahrheit nicht aus ihrem eigenen Munde kommt und ein Gericht sie für schuldig befindet, werden wir die wahren Motive in diesem Mordfall nie erfahren. Ich persönlich finde diesen Zustand unhaltbar. And that's a situation that I personally find intolerable. Den tödlichen Kopfschuss von vorn soll Lucien Sarty abgefeuert haben, nach Expertenmeinung mit einem Explosivgeschoss. Doch es dürfte juristisch nicht einfach sein, die mutmaßlichen Täter der Verschwörung 25 Jahre später des Mordes zu überführen. Zu viele Spuren und Beweismittel wurden verwischt oder manipuliert, nicht zuletzt der Leichnam John F. Kennedys vor der Autopsie. Was das bedeutet, erklärt noch einmal der Pathologe Dr. Cyril Weck.
Man nennt sie Explosiv- oder Dum-Dum-Geschosse. Korrekter wäre zu sagen, diese Kugel zerplatzt im Augenblick des Einschlags. Angenommen, so ein Geschoss wäre von rechts abgefeuert worden, dann wäre es in hunderte winziger Partikelchen zerplatzt. Then it would have, of course, dispersed into dozens, if not hundreds, of fragments, leaving no significant piece of itself intact. Viele winzige Metallteile wurden gefunden, aber nie einer chemischen Spezialanalyse unterzogen. Und da das nicht geschah, konnten wir nie genau sagen, ob die Metallteile von einem oder mehreren Geschossen stammten, sagt Dr. Weck. Sinngemäß fasst er zusammen, eine Autopsie des Gehirns hätte Aufschluss geben können, ob es einen zweiten Schützen gab. Doch schon vor der Obduktion in Washington ist die restliche Hirnmasse des Opfers auf mysteriöse Art verschwunden. Ich bin davon überzeugt, dass Oswald mit dem Mord nichts zu tun hatte. Er wurde sorgfältig ausgesucht und so geschickt eingesetzt, dass er als Schuldiger dastehen musste. Und ich konnte noch etwas in Erfahrung bringen. Soweit ich weiß, stehen alle Beteiligten der Mordverschwörung gegen Kennedy in irgendeiner Beziehung zu US-Geheimdiensten. Die Mafiosi, Trafficanti und Gincana planten gemeinsam mit dem CIA die Ermordung Fidel Castros. Guarini hatte seit 1943 CIA-Kontakte. Sarti und Boccognani sollen bei ihren Drogengeschäften teilweise mit dem CIA kollaboriert haben. Und ich bin überzeugt, Oswald wurde als kleiner Agent benutzt. Obwohl ich gleichzeitig sagen muss, der CIA war sicher nicht direkt in die Ermordung verwickelt. Aber am Tag nach dem Attentat hatte der Geheimdienst Angst vor der Blamage. Und in der Situation hätte der CIA von den tatsächlichen Drahtziehern leicht erpresst werden können, die Verschwörung in alle Zukunft zu decken. Die Mafia allein habe nicht die Macht, die Aufklärung eines Präsidentenmordes über 25 Jahre zu verhindern. Dafür seien letzten Endes noch einflussreichere Kräfte verantwortlich. Der Mann, der das behauptet, ist Oberst Fletcher Prouty. Unter Präsident John F. Kennedy hatte er eine Schlüsselfunktion. Im Generalstab war er der Chef für Spezialeinsätze. Es handelte sich ganz zweifellos um gedungene Mörder. Ich habe hier ein Handbuch für Mordeinsätze in Lateinamerika und darin steht, für gewisse Jobs sind Berufsverbrecher anzuwerben. Job steht für Mord. Diese Gebrauchsanleitung für Lateinamerika wurde in den letzten Jahren als Regierungshandbuch gedruckt. Mit anderen Worten, zu Kennedys Zeiten wurde genauso verfahren. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, wissen Sie, damals war das mein Geschäft. Was dated back in Kennedy's time. In fact, I know that from my own experience. You know, I was in that business in those days. So, mit dieser Erkenntnis wird klar, jeder, der an der Macht ist und über genügend Geld verfügt, kann Verbrecher anheuern. Und was noch wichtiger ist, er hat genug Macht, um ein Verbrechen für immer zu decken. But more importantly, with sufficient power to operate the cover-up ever after. Es ist eine Sache, jemanden zu töten, aber schwieriger ist es, das zu vertuschen. Durch den Warren Report wurden die angeheuerten Mörder gedeckt. Nun, wer könnte die Killer bestellen und wer hat die Macht, den Untersuchungsbericht als Deckmantel obendrauf zu legen? Sehen Sie, hier geht es um Machtzirkel allerhöchsten Ranges. Die müssen nicht unbedingt in der Regierung oder einer einzigen Vereinigung zu suchen sein. Es ist ein Zusammenspiel aus beiden. It doesn't necessarily reside in any single corporate institution, but it seems to reside in a blend. Wie könnten Sie sich sonst erklären, dass der oberste Richter bei der Vertuschung mitmacht, dass die Polizei von Dallas die Sache deckt und sogar die Medien mitspielen? Nicht nur zwei, drei Zeitungen, sondern alle Medien berichteten, dass Oswald den Präsidenten mit drei Schüssen getötet habe. Eine Behauptung, die absolut unwahr ist. Der Gerichtsmediziner Dr. Weck zieht die politische Schlussfolgerung. Die Amerikaner müssen wissen, dass ein Regierungsumsturz oder Staatsstreich möglich ist. Die Ermordung Präsident Kennedys hat es bewiesen. Wir müssen vermeiden, dass sich so etwas jemals wiederholen kann. Die Verantwortlichen für den Mord und die Verantwortlichen, die seit 25 Jahren die Mörder decken, müssen offen genannt werden. Der Fall muss aufgeklärt werden, so wie wir den Watergate-Skandal aufdeckten, Probleme in Vietnam oder politische Verwicklungen in Lateinamerika.
Erinnern wir uns an den Umsturz der Regierung Allende in Chile. Wir müssen auch diesen politischen Mord in unserem Land aufdecken. So schmerzlich und peinlich das für gewisse Leute und Organisationen in der US-Regierung sein mag, der Fall muss gänzlich aufgeklärt werden. Denn wenn diese Leute fähig waren, Präsident Kennedy zu ermorden, könnte jedem US-Präsidenten in Zukunft das Gleiche widerfahren. They could do it to some other president in the future.